Hallo und herzlich willkommen aus Lichtenfels. Wir sind zu Gast bei Mountainbike-Profi Tobias Woggon. Hello. Tobias Woggon macht Mountainbike-Vorträge über mit dem Mountainbike um die Welt zu reisen. Habe ich was vergessen? Nee, das stimmt. Und ziemlich coole Geschichte. Und der wohnt jetzt hier in Lichtenfels und zeigt uns seine Hometrails. Und wir sind jetzt mal gespannt, was uns erwartet. Okay. In der Wüste. Der Main. Der Ursprung des Mains in Lichtenfels. Schön hier, gell? Trinkstelle-Oreo. Nicht zu viel, sonst muss ich wieder kotzen. Mein neues Anwesen. Das sind meine Gäste. Ich habe keine Party gemacht letzte Nacht. Die gehen gerade alle nach Hause. Das ist meine Bude. Das ist neue. Jetzt, wo du ja quasi dann selbstständig bist, brauchst du auch ein Büro. Ich habe mir ein Bürogebäude geholt. Ich sag mal, wenn ich unterwegs bin, ja, durchreise, kannst du hier mal kurz den Tag anhalten, ein bisschen arbeiten. Der Hund kennt sich hier auch schon aus, bin dann zu Hause. Bemerkung der Redaktion: 188 Puls und der Tobi vor mir mit dem E-Bike. 191. Vielen Dank für diese tolle Ausfahrt. Das war mir ein Hochgenuss. Lichtenfels, einwandfreie Spitzentrails. Schön staubig hier in der Nase. Tobi, was schätzt du, wie viele Kilometer haben wir gemacht? Ich schätze irgendwas bei die 30. 27,22 Kilometer. Damit haben wir uns das Bier für heute definitiv verdient. Und wir werden heute noch Burger essen. Das war der Tobi Woggon. Ich werde seinen Instagram-Account hier irgendwo. Werde ich seinen Instagram-Account reinmachen. Ihr könnt auch gerne meinem folgen, den mache ich hier irgendwo hin. Und ansonsten denke ich... Ein kurzes Update. Wir sind jetzt hier beim Tobi. Und ich habe mein Handy verloren. Auf der Tour. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben mein iPhone suchen aktiviert. Weil wir zwei iPhones haben. Dann meldet man sich um seine iCloud an und wir haben jetzt das Telefon gefunden. Da ist es. Und wir sind hier. Und der Tobi hat sich gestern ein neues Offroad-Auto gekauft und das ist jetzt eigentlich heute die ideale Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Das heißt, wir gehen jetzt so schnell mein iPhone aus dem Wald einsammeln. Was der Jasper nicht weiß, ist, ich habe das Handy einfach weggeworfen, ja. Weil ich voll Bock drauf hatte, mit dem Auto durch den Wald zu reisen. Geil, immerhin. Also, los geht's. Bitte da hinfahren. Tobi, in was für einem Gefährt sitzen wir denn jetzt? Das ist jetzt im Land Rover Defender, den haben wir uns die Woche gekauft, weil nachdem wir dieses Jahr auf der Fähre von Island zurück waren und 3 Tage Zeit hatten, haben Philipp und ich uns gedacht, Alter, wir brauchen auf alle Fälle einen Land Rover und wir müssen den voll so aufbauen, damit wir damit durchs Wasser fahren können. Jetzt regnet es hier halt nie. Hier ist Wüste, man sieht das hier ganz gut auf den Feldern. Wie viel Bier hattet ihr, als die Idee entstanden ist? Es gibt halt eine Happy Hour. Und normalerweise ist der Alkohol ja relativ teuer im Norden, aber bei der Happy Hour geht's. Und einiges. Schöne Idee, umgesetzt in der Tat, wir sitzen nämlich drin. Und wir nähern uns auch schon meinem Telefon. Da ist mein Telefon, da sind wir. Wir sind schon ziemlich nah dran.
Tobi ist ein exzellenter Offroad-Fahrer. Wir sind jetzt am Ende unserer Autofahrt angekommen und den Rest, um das Telefon zu finden, müssen wir jetzt zu Fuß machen. Weil das muss jetzt hier irgendwo auf dem Trail liegen. Können wir Oreo dran schnuppern lassen und suchen? Ja. Such, Oreo, such. Nach 30 Kilometern sind meine Beine auch überhaupt nicht schwer. Das heißt, dieses Wandern jetzt hier bergauf, das ist einfach, das ist Bonus. Ich muss gestehen, ich bin auch so leicht angeradelt. Obi, wie nah sind wir dran? Zeig mal. Also, es ist nicht mehr so weit. Wir entfernen uns. Entfernen wir uns? Da wär's. Nicht dein Ernst. Ist geil. Found it. Wir sind da. Wir haben es gefunden. Geil. Wir haben es gefunden. Hey, iPhone suchen. Also wir sind keine iPhone-Verfechter, aber definitiv ein Pluspunkt für iPhone. Geiler Scheiß. Geh wieder runter. Also, wir haben das Telefon wiedergefunden, dank der iPhone-Suchfunktion. Und jetzt fahren wir nach Hause und essen jetzt Burger. Ha. Das war der Tobi Woggern. Ich werde seinen Instagram-Account hier irgendwo, werde ich seinen Instagram-Account reinmachen. Ihr könnt auch gerne meinem folgen, den mache ich hier irgendwo hin. Und ansonsten den Kanal abonnieren und natürlich fleißig auf Gefällt mir drücken. Genau. Ganz ein wichtiger Faktor. Vielen Dank fürs Zuschauen.